Was macht Augsburg liebenswert? Ich bin da gefragt worden. Augsburg ist die nördlichste Stadt Italiens, hat eine absolut internationales Flair aufgrund über 2000 Jahre alt, von der Römerzeit bis zur Renaissance in Industrie- und Kulturzeit, hat also einen tollen Mix aus verschiedenen Kulturen, aus verschiedenen Strukturen, gesellschaftlichen Strukturen, und das ist ein Vorteil, was andere Städte nicht bieten können aufgrund ihrer Historie. Also Augsburg würde ich mal definieren als die nördlichste italienische Provinzstadt, und so würde ich es auch gerne in Zukunft gestalten. Einfach ein bisschen südländischer, vielleicht ein bisschen mehr Flair, Oleander. Die Stadt gibt es eigentlich her, dass man da sowas mit ihr machen kann. Ich finde, Augsburg macht lebenswert, fast schon italienischer Flair, und auf den Plätzen mittelalterliche Innenstadt, Altstadt, viel Wasser und ein bisschen FCA-Feeling. Das finde ich auch noch ganz schick. Man kann sagen, Augsburg ist jetzt erstklassig. Ja. Was finde ich an Augsburg lebenswert? Ich mag ganz besonders das großstädtische Flair, das Augsburg in gewissen Bereichen hat, obwohl es eigentlich keine Großstadt ist. Ich mag die kulturelle Vielfalt, ich mag die kreative Szene an Augsburg, ich mag die Clubkultur hier. Ich kann als jemand, der in einem kreativen Beruf zugange ist, mich auch atmosphärisch wohlfühlen in Augsburg. Mag gerne, dass Uni und Hochschule hier auch wissenschaftlich ein gutes Flair bringen, dass die Studenten in der Stadt sind und in der Clubkultur und sonst wo immer was geboten ist. Augsburg ist für mich eine Kleinstadt mit Großstadtflair. Augsburg ist eine lebenswerte Stadt wegen ihrer großartigen Vergangenheit, ihres wunderbaren Stadtbildes, ihrer netten Menschen. Sie kann aber auch eine großartige Zukunft haben, wenn wir alle mithelfen. Die Zukunft liegt in Ressourceneffizienz, in erneuerbaren Energien, in einer nachhaltigen Entwicklung. An Augsburg finde ich lebenswert, dass es eine Stadt ist, die eine gewisse Größe hat und trotzdem noch überschaubar ist, dass man sich gegenseitig kennt und trotzdem man auch in eine gewisse Anonymität abtauchen kann. Augsburg ist eine Stadt, die eine tolle Geschichte hat und damit verbunden eine schöne Altstadt, die aber auch Naherholungsgebiete hat, die nah in Italien ist und die, und das unterstelle ich hier einfach, die Ambition hat, ein starkes Profil für sich zu entwickeln, sich als ein starker Standort im Städtewettbewerb zu positionieren und deswegen auch eine Stadt ist, in der man auch in Zukunft schön leben kann. Einen schönen Abend. Ich sollte Ihnen kurz erzählen, was ich so 2030 hier in Augsburg erleben werde. Sie müssen noch kurz wissen, das ist kurz vor meiner Pensionierung. Das ist dann in 3 Jahren. Wir werden uns dann ganz zivil mit neuen Energie fortbewegen, mit neuen Fortbewegungsmitteln. Also nicht das klassische Auto, was jetzt geben wird, sondern rasend schnell, super energiesparend werden wir von A nach B kommen. Es werden neue Betriebe hier entstehen und neue Innovationen. Und dafür sind wir auch heute hier da.